Täglich begegnen mir Menschen, die mit ihren Ideen, ihren Interessen und auch ihrem Lebensweg mich sehr inspirieren, weil sie etwas bewegen, weil sie Hindernisse überwinden müssen und auch können und weil sie sich dabei treu bleiben. Das macht sie alle zu meinen persönlichen Helden und Heldinnen. Hallo, heute freue ich mich ganz besonders, dass ich euch Marcel vorstellen darf. Marcel ist 36 Jahre alt und arbeitet, wie soll ich sagen, im wahren Leben in einem Verlag. Aus einer Urlaubslaune heraus hat er das Den Account Dad of Lotta gegründet und ist heute ein ganz erfolgreicher Papa-Blogger und ich finde ein Influencer mit Profil. Er hat nämlich jetzt als nächstes ein ganz tolles Projekt gestartet unter dem Namen Deine Lieblingsmenschen und darüber möchte ich heute mit Marcel sprechen. Marcel, ich bin ganz froh, dass du bei uns bist und ich freue mich auf dieses Interview und sage erstmal Hallo Marcel. Ja, ich habe die Ehre, mich heute hier euch einmal vorstellen zu dürfen. Ich bin Marcel, bin 36 Jahre jung, verheiratet, Vater von zwei Töchtern, lebe in Peine zwischen Braunschweig und Hannover im schönen Niedersachsen und habe vor circa 3,5 Jahren aus einer Laune heraus den Account Dad of Lotta gegründet oder ins Leben gerufen und bin dann quasi in diese Nische reingerutscht, Papa-Blogger, und berichte dort auf authentische Art und Weise halt aus dem Leben eines Vaters. Ja, alles, was ich da so erlebt habe, halt die letzten Jahre, kann man dort nachschauen. Und dann habe ich noch ein zweites Format, ein Herzensprojekt, was ich vor knapp einem halben Jahr gegründet habe, Deine Lieblingsmenschen. Ein Format, wo Menschen ihre Geschichten, die sie erlebt haben, erzählen können, wo sie sich öffnen können, wo sie Mut bekommen können, Zuspruch bekommen können von anderen Menschen. Mittlerweile ganz, ganz großartig gewachsen, die Community dort. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf beiden Kanälen einfach mal vorbeischaut und wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Lieber Marcel, du hast eine Familie, du bist voll berufstätig und du bist auf Social Media ziemlich unterwegs. Was bedeutet es denn für dich, ein Influencer zu sein? Ich sehe mich gar nicht als klassischen Influencer, sondern eher als jemand, der auf authentische Art und Weise seine Meinung kundtut und ja, vielleicht damit auch an der einen oder anderen Stelle den einen oder anderen auch von euch vielleicht inspiriert. Lieber Marcel, mit deiner Lieblingsmenschen hast du vor circa 3 bis 4 Monaten einen ganz besonderen Account ins Leben gerufen. Erzähl doch davon, was steckt dahinter und wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, die Idee, deine Lieblingsmenschen zu gründen oder ins Leben zu rufen, vor einem halben Jahr ist relativ schnell erklärt. Ich hatte vielerlei Anfragen auf meinem privaten Blog von Leuten, die ihre Geschichte erzählen wollten vor einer größeren Community, vor einer größeren Reichweite und habe mir gedacht, vielleicht muss es irgendwie was Eigenes geben und habe dann quasi aus dem Affekt heraus deine Lieblingsmenschen gegründet, was ja mittlerweile auch relativ stark gewachsen ist. Es ist ja nicht ganz selbstverständlich in heutigen Zeiten, dass man anderen Menschen eine Bühne gibt. Wie kamst du denn auf die Idee, Menschen Geschichten erzählen zu lassen und sie dann miteinander zu vernetzen? Hast du denn selbst mit so viel Zuspruch gerechnet? Ein Stück weit hat da natürlich auch die Erkrankung meiner Frau eine Rolle gespielt, die Anfang des Jahres an Krebs erkrankt ist. Und ja, sowas lässt einen halt nicht kalt und auch sie hat mittlerweile dort ihre Geschichte öffentlich gemacht und um da einfach auch die nächste Frage zu beantworten, ja, natürlich habe ich von Anfang an nicht mit so einem Zuspruch gerechnet, ja. Wer kann im Vorfeld einer Idee, sage ich mal, schon erahnen, ob es gut oder schlecht laufen wird, aber am Ende des Tages muss ich sagen, das Format gibt dann mir und uns allen irgendwo recht, denn wir wachsen stetig weiter und das ist auch der Sinn der Sache, ja, dass die Menschen halt immer mehr die Möglichkeit haben, vor einem noch größeren Publikum ihre Geschichte zu erzählen. Lieber Marcel, deine Lieblingsmenschen hat jetzt nach 4 Monaten schon 35.000 Follower. Was sind denn deine Pläne fürs nächste Jahr? Wie soll es denn weitergehen? Wo geht die Reise hin? Ja, wo geht die Reise noch hin mit dem Format? Also ich mag mir das selber manchmal gar nicht ausmalen. Wir gehen irgendwo Richtung 50.000 Abonnenten, ob das dieses Jahr noch sein wird, das ist alles zweitrangig und nicht kriegsentscheidend. Am Ende des Tages möchte ich einfach, dass diese Community in sich selber wächst, und zwar organisch, damit einfach die Geschichten, die immer mehr dazukommen, auch immer mehr gehört werden. Wie das Ganze dann im nächsten Jahr aussehen wird, wie viele Menschen wir dann da sind,
ob es eventuell noch ein Buch geben wird für die Leute, die das Ganze hier auf Social Media gar nicht mitbekommen, um das Thema dann irgendwo offline nachzuverfolgen. Das wird sich zeigen. So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Wir arbeiten im Hintergrund dran. Lieber Marcel, mit deinen Lieblingsmenschen machst du so vielen Menschen Mut. Du gibst ihnen eine Bühne, sich zu öffnen, was zu erzählen, auch sich zu vernetzen und einfach Kraft zu holen. Und was jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was ist dein persönlicher Mutmach-Tipp, den du uns gerne mitgeben möchtest? Ich glaube, den ultimativen Tipp, anderen Menschen Mut zu machen, sich zu öffnen, den gibt es nicht, auch nicht von mir an dieser Stelle. Die Erfahrung hat aber gezeigt, auch gerade durch das Format, dass wenn Menschen sich irgendwo in dem Gegenüber wiederfinden oder in den Geschichten wiederfinden, sie sich dann vielleicht doch nochmal ein Stück weit eher öffnen und den Mut haben, vielleicht ihre Geschichte niederzuschreiben, eine Therapie anzugehen. Und ich glaube, am Ende des Tages kommen viele Faktoren zusammen, aber ich wage mal zu behaupten, so der ultimative Mutmacher-Tipp ist einfach, über den eigenen Schatten zu springen und nicht negativ zu denken, was der andere dann gegenüber von mir hält oder auch denken mag. Einfach ihr selbst sein. Lieber Marcel, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Hat mich total gefreut, dass du dabei warst. Und es war ein, finde ich, sehr inspirierendes und auch ganz interessantes Interview. Ich wünsche alles Gute für deine Lieblingsmenschen und für dich natürlich, für Dad of Lotta. Und ja, wünsche dir alles Gute, mach weiter so und viel Erfolg und alles Liebe. Bis dann. Ciao. Ja, an dieser Stelle vielen Dank, dass ich in diesem Format hier quasi Rede und Antwort stehen durfte bei Claudias Heldinnen.